Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Battle Realms. Es spitzt sich langsam zu. Wir stellen den Lotus-Clan. In der letzten Folge haben wir mit Zymet gesprochen. Und hier ist unsere neue Aufgabe. Dies ist die letzte Provinz zwischen uns und dem Heimatplateau des Lotus-Clan. Was? Dies ist die letzte Provinz, die zwischen uns und dem Heimatplateau des Lotus-Clans steht. Wir müssen ihn hier vernichtend schlagen. Ich gucke mich gerade mal nochmal hier auf der Minimap um, was denn hier eine ideale Position ist. Das wäre natürlich gut, aber ich werde mich hier wahrscheinlich hin zurückziehen. Einverstanden. Weil das ist einfach wieder ein zu weiter Weg und vielleicht hat er sich hier schon niedergelassen. Und da habe ich dann keine Lust drauf. So, ich muss natürlich auch ein bisschen so bauen, dass ich hier genügend... Ach, das fängt ja schon wieder gut an. Da, ich will nicht 3 Kilometer weit weg vom Wasser bauen. Na, dann muss ich das wohl. Ich diene dem Drachen. So, liebe Bauern, schneller. Da habe ich natürlich jetzt schon wieder kostbare Zeit verbraucht. Bin unterwegs. Aber hier kann ich das auch einigermaßen gut verteidigen. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. Ich diene dem Drachen. Warte, jetzt kann ich ja bestimmt gleich schon das Dojo bauen. Verstanden. So, helf mal bitte. Ich gehorche. Natürlich, von hinten ist das so eine Sache, das zu verteidigen. Ja, mein Fürst. Aber von hier kann ja keiner kommen, weil die kommen, wenn hier rüber. Von daher ist das eigentlich ganz gut. Ich diene dem Drachen. Ich gehorche. Bin unterwegs. Ich will so schnell wie möglich einen Brunnen bauen können. Ja, mein Fürst. Dann müssen die nämlich nicht 5 Kilometer immer laufen. Bin unterwegs. So. Ja, mein Fürst. Das war schon mal die Grundsache. Jetzt brauche ich gleich noch... ganz dringend. Verstanden. Ich kann ja schon mal ein paar ausbilden. Sicher ist sicher. Bin unterwegs. Ja, mein Fürst. Ein Badehaus brauche ich dann. Noch ein bisschen Wasser. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das so weit weg ist jetzt, ne? So, komm schon. Ich baue das mal alles ein bisschen dicht aneinander. Ich gehorche. Ja, mein Fürst. So. Jetzt brauche ich gleich den Dorfplatz. Das Wasser ist natürlich wieder... Ich diene dem Drachen. Lol, das hat nicht gereicht. Ich bin unterwegs. So, ich mach die erstmal als 9. Gut. Noch ein bisschen Reis und dann kann hier direkt daneben komm schon. Gut. Verstanden. So, in Highspeed-Geschwindigkeit den Brunnen errichten. Sehr gut. Die Grundsteine habe ich gelegt. So, jetzt kann ich die erstmal alle zur Ausbildung schicken. Wundert mich ja, dass ich noch nicht angegriffen wurde. Bin schon dabei. Ja. Ich bin unterwegs. Du sollst gießen. Ich gehorche. Gießen. Ja, mein Fürst. Ich diene dem Drachen. Ja, durch die Ausbildung habe ich natürlich gehorche. Jetzt nicht mehr so viel Möglichkeit, irgendwas zu bauen, aber das macht nichts. Dafür habe ich auch schon den ersten Samurai.
Bin unterwegs. Sodeli so. Geht's ja langsam voran. Ich frag mich nur, wo die mich zuerst angreifen werden. Hier über den Weg oder hier über den linken Weg? Naja, wir werden es wahrscheinlich gleich noch erfahren. Ich bin unterwegs. Ja, mein Fürst. So, ich kann jetzt ja auch Mönche beschwören. Was heißt beschwören? Rufen aus der Feste. So, hier kommt schnell gleich der Bogenschütze drauf. Natürlich. Ich gehorche. So, jetzt muss ich natürlich auch in die Richtung verteidigen. Am besten hier so. Verstanden. Ich diene dem Drachen. Bin unterwegs. So, schnell den nächsten Bogenschützen. Ich habe verstanden. Hier rauf, bitte. Ich brenne auf den Kamm. Ja, das ist doch schön. Ja, mein Fürst. Da werden wir jetzt angegriffen. So, aber ich war natürlich vorbereitet. Natürlich hat mich das jetzt wieder einen Bauern gekostet. Ich diene dem Drachen. Kann es nicht mal regnen jetzt hier. Aber die Festung kann ich jetzt auch errichten. Hier war sie doch gerade. Wo ist sie denn? Da, da. Nein! Dann klicke ich auch noch Linksklick. Verstanden. Das Pferd verschwindet natürlich sofort, weil es gemerkt hat, dass da was gebaut wird. Bin unterwegs. So, schön mithelfen hier. Ich bin unterwegs. Da können wir nämlich jetzt, könnten wir theoretisch schon den ersten Mönch erstellen. Oder aber Ara. Ich höre. Ist natürlich immer nervig, dass die denn hier vorne stehen bleiben. Ich meine, ich könnte die... Warum haben denn die Samurai 9? Ist auch egal. Geh. So, meine lieben Bauern. Ja, mein Fürst. Mehr in die Ausbildung, bitte. Könntet ihr hier nochmal einen Schrein errichten? Ich bin unterwegs. Mit dem Wachturm warte ich nochmal. Samurais, bitte. Einmal hier rein. Bin auf dem Weg. Ach, das waren mal die Bauern. Ach, deswegen. Deswegen haben sie die 9. Wie viele kann ich noch? Einen noch. Ah, siehst du wohl. Kenji! Für den Clan! Ja, so soll es geschehen.
Alles klar, damit hat sich jetzt meine Frage erübrigt. Bin unterwegs. Wo ich den nächsten Wachturm hinbaue. Verstanden. Noch ein bitte. Ich bin unterwegs. Ich gehorche. So sind hier meine tapferen Recken. Für den Drachen. Mal ein bisschen die Young-Produktion ankurbeln. Wunderbar. Irgendwie tötet diese Giftwolke meine Krieger. Ich bin unterwegs. Auch nicht gerade die Stärkste, ne? Da bilde ich doch lieber einen normalen Bauern aus. Ja, mein Fürst. Ich bin unterwegs. Nein, da bitte. Nein, da kommst du bitte wieder raus. Danke. So, du kannst wieder runterkommen. Du da, du kannst mal reparieren gehen. Ja, mein Fürst. Wo ist jetzt mein Bogenschütze? Natürlich. Verstanden. Dann möchte ich bitte, dass ihr hier nach da reingeht. Ich brauche nämlich eine schöne Young-Produktion. Für den Drachen. Ich diene dem Drachen. Schnell! Todsicher. Mein Schwert ist euer. Gott, was macht ihr denn? Ja, mein Fürst. Ich werde euren Willen vollstrecken. Ich gehorche. Für den Drachen. Gott im Himmel. Ja, Meister. Oh, das ist ja richtig ätzend. Mit diesem Vergiftungskaken. Gesha. Wie ihr befehlt. Ach, da lebt gar keiner mehr. Ha! Ja. Ja, dann ist das natürlich schlecht. Ich brauche einen Bauern. Nein. Ich bin unterwegs. Ja, mein Fürst. Hier, die greifen ziemlich oft von oben an. Ich will mal ihre Standorte auskundschaften. Ich bin auf dem Weg.
Wie ihr befehlt. In Ordnung. So, jetzt kann ich heißer Stahl erlernen. Mehr Durchschlusskraft. Ja, ich folge euch. Wie ihr befehlt. Ach, Kenji, ey. Aber die Wachtürme gefallen mir hier gar nicht. Warum habt ihr abgebrochen? Euch weiter ausbilden zu lassen? Kann ich euch auch rückentwickeln lassen? So, geht mal ein bisschen auskundschaften. Für den Drachen! Ja, Meister. Die haben sich ja für den einen Weg entschieden. Die müssen ja hier oben irgendwo sein. Ja. Schade. Ah, stoppen, Mist. Ah, das gefällt mir nicht. So, ich brauche mal ein paar Mönche hier. Dienen bedeutet leben. Leben bedeutet dienen. Das wäre jetzt der gegenteilige Spruch, den sie auch noch bringen. So soll es geschehen. So soll es geschehen. Weg mit dem Turm, weg mit dem Turm. Kannst mal sehen, wie viel ein Samurai aushält, ne? Ich gehe. Ist auch nicht mehr so leicht gegen an, ne? Für den Clan. Jetzt kommt hier meine kleine Mönchsarmee. Oh. So, Mönche, regeneriert euch. Kenji, falls da gleich jemand kommt. Oha. Riesenarmee im Angriff. So eine verdammte Kacke. Einverstanden. Dreckverdammter. Leben bedeutet dienen. Das heißt, von da oben kommen sie auch regelmäßig. So, das heißt, dass ich. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendjemand, der hier jetzt Reis erntet? Ich brauche noch ein zweites Haus, deshalb sag ich.
Ich gehorche. Ja, gucken wir doch einfach mal, wer hier oben so auf uns wartet, ne? Bin unterwegs. Gut, da oben habt ihr also auch einen Stützpunkt. Weil keiner mehr Reis besorgt. Ich dreh total durch. Ich bin unterwegs. Reis. Verstanden. Ja, mein Fürst. Ja. Bin auf der Reis. Ich glaube, ich bin wieder ziemlich still. Muss sich auch ein bisschen lohnen. Jetzt ehrlich, ist es so ein bisschen, ist es alles gerade zum Kotzen. Ja. Ja, mein Fürst. Ja. Immer noch nicht. Sehr gut. Der Diener gehorcht. Ja. Mein Schwert ist euer. Vielleicht kann ich das nochmal erlernen jetzt. Ja, mein Fürst. Gleich kommt's uns. Wir haben kein Wasser mehr. Kenji, der Meister des Drachenclans, ist ein vorbildlicher, mächtiger Krieger. Wir haben keinen Reis mehr. Ach. Wirklich? Der Diener gehorcht. Ja. So. Einverstanden. Weiter geht's. Nächste Runde. Bin unterwegs. Ich gehe. Oh. Das ist super. Ich diene dem Drachen. Ja, Meister. Der Diener gehorcht. Ja, Meister. Der Diener gehorcht. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Wie ihr befehlt. Bisschen ärgerlich gerade alles. Ich gehorche. Ich bin unterwegs. So, da ich schon wieder bei 24 Minuten bin, werde ich jetzt mal wieder einen kleinen Cut setzen und wir sehen uns dann, wenn es mal wieder richtig zur Sache geht. Also, bis gleich. So, jetzt hätte ich euch ja fast wieder vergessen, dazu zu schalten. Das ist ja auch ganz schön peinlich. Aber, Leute, bis hierhin. Es hat ewig gedauert und es sieht weiterhin schlecht aus. Das... Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt gerade eine riesen Streitmacht gehabt, die hat sich gerade schon wieder komplett aufgelöst. Ja, Meister. Das ist momentan
Sehr geil. Also ihr habt eigentlich nicht so viel verpasst, außer dass ich gewartet habe, dass ich Einheiten und Einheiten und Einheiten und Einheiten kriege. Einverstanden. Kenji, und ich wäre froh, wenn du einfach mal stehen bleiben kannst. Kannst dich gerne mit deiner Fernkampfwaffe wehren. Aber ansonsten bitte einfach stehen bleiben. Wie ihr befehlt. Wahnsinn, Leute, ey. Das ist echt krass, was ich hier durchleben muss. Ich hatte eine riesen Streitarmee. Streitarmee? Streit? Ja, sagt man so? Ja, glaube ich. Oh Gott, Kenji, weg! Hilf lieber hier oben mit. So, mal ein paar Mönche wieder herstellen hier. Eure Worte sind wahr. Ihr sprecht wahr. Könnt ihr hier so ein bisschen mithelfen? So, ihr rennt auch mal nach da oben hin. Jetzt werden wir wieder von hinten angegriffen. So, aber langsam habe ich die Schnauze nämlich gestrichen voll. Wie lange ich schon an dieser Mission sitze. Ich bin halt ein schlechter Strategiespieler, aber ich finde dieses Spiel trotzdem so geil. Sogar auf leicht sitze ich hier schon so lange dran. Das darf man echt keinem erzählen. Könntet ihr bitte mal einen Augenblick da sein, sonst werdet ihr wieder schön in eine Falle gelockt. Ach, du Heilige. Moin. Für den Drachen. Jede Einheit muss ich jetzt am besten hier lassen. So, ich muss mich jetzt einfach mal beeilen, sonst stehen wir hier noch Jahre. Einverstanden. So, zerstören der Wachtürme und zwar zackig. Oha. Ah, das haben die hier ganz gut im Griff. Meine paar Samurai. Wie sieht's hier aus? Kenji stirbt gleich. Gut, den hole ich gleich wieder. Schwupp. Ich gehe. So, und ehe die sich jetzt hier wieder herstellen können, hoch da, und zwar zackig. Kann natürlich sein, dass sie jetzt noch von dieser schönen Armee hier angegriffen werden. Diese Ankotzer. Ne, die sind nicht mehr. Doch, da sind sie. Tja, dafür sind sie jetzt aber auch fast alle ausgelöscht. Tja, Arschkarte gehabt. Bin unterwegs. Ah. Oh Gott, das reicht einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Einheiten. Bin unterwegs. Ich frage mich echt, wo die immer noch alle herkommen. Die müssen ja immer noch eine Ausbildungsstätte hier oben haben. Ja. Bin unterwegs. Einverstanden. Der Diener gehorcht. Wahnsinn. Wir haben keinen Reis mehr. Ja, ja, meine Leute sind ja dabei, welchen zu sammeln, ne? Ja, mein Fürst. Wir haben keinen Reis mehr. Oh Mann, wie lange dauert die Mission denn schon? Das darf ich gar nicht erzählen. Ich glaube schon über eine Stunde. So, Mönche. Wir haben keinen Reis mehr. Ja, wenn du das jetzt hier die nonstop sagst, dann habe ich bald keine Ohren mehr. Wir haben keinen Reis mehr.
Einverstanden. Ihr sprecht wahr. Vorwärts. Wir haben keinen Reiz für den Plan. Ist ja gut. Meine Güte. Meine Güte, was ist denn hier noch alles errichtet? Wir haben keinen Reis mehr. Magge, haltet doch die Backen. Bin auf dem Weg. Diese beschissenen Hexenmeister. Ich will nicht mehr. Und wahrscheinlich haben sie hier noch 50 Lager, da noch 30 Lager. Och ja, das macht Spaß. Für den Drachen. Sie werden sterben. Wir haben keinen Reis mehr. Wusstet ihr, wir haben keinen Reis mehr. Wir haben keinen Reis mehr. Ja, mein Fürst. Leute, ich schalte wieder ein, wenn ich wieder ein bisschen was erreicht habe, ja? Okay, sorry. Bis dann. Ciao. So, nächster Angriffsversuch. Ich werde wahrscheinlich wieder klicklich scheitern, aber ich wollte es euch jedenfalls einmal so ein wenig zeigen. Ich gehe mal nach hier hinten, damit sich meine Einheiten so ein bisschen erholen können. So. Wenn sich die paar Einheiten jedenfalls ein wenig erholen, dann kann ich die nämlich schon mal zur Unterstützung wieder hinschicken. Ich sage das und hier, wobei sie ja von hier schon lange nicht mehr angegriffen haben, ne? Na, vielleicht habe ich ja gute Chancen, dass ich hier nicht auch noch aufräumen muss. Ach Gott, dann habe ich nämlich gar nicht. So, und die ignoriert er jetzt. Ab zu den Kollegen. Wir haben keinen Reis mehr. Ach was. Wie viele Bauern soll ich denn noch abkommandieren? Sind eigentlich alle Bauern hin? Da waren noch schon mal mehr. Wir haben keinen Reis mehr. So, und jetzt hier zu euren Kollegen. Kurz erholen und dann weiter Angriff. Wir haben keinen Reis mehr. Und wenn du dann nicht mal die Backen hältst, dann dreh ich nochmal durch. So, ich möchte jetzt gerne, dass ihr weiter die Ausbildungsstätten zerstört. Wir haben keinen Reis mehr. Oh, oh, diese Behinderten. Wie ihr befehlt. Rückzug. So, neue Einheiten. Zack. Ja, Meister. Der Diener gehorcht. Ja, Meister. So langsam ist es auch genug. Ich habe übrigens auch meinen Timer gestoppt, weil ich ja nicht weiß, wie lange diese Folge noch dauern wird. Und ich will sie auf jeden Fall in eine Folge packen. Also von daher. Oh Gott, jetzt lasst euch doch nicht immer wieder von denen ablenken. Der Diener gehorcht. Zurück. Schon wieder dieses alles alleine machen hier, ne? Ja, Meister. Ja. Für den Drachen. Ja, mein Fürst. Der Diener gehorcht. Ja, mein Fürst. Der Diener gehorcht. Für den Drachen. Na ja, bleib da stehen. Der Diener gehorcht. Bin auf dem Weg. Ja, mein Fürst. Mein Schwert ist Feuer. Ich muss mich
echt zusammenreißen, dass ich nicht gleich total den Verstand verliere. Ich werde euren Willen vollstrecken, wie ihr befehlt. So soll es geschehen. Ich sitze hier auch richtig geil vor meinem PC. Ach, jetzt werde ich auch von da angegriffen, weil dann sind da ja auch noch irgendwelche Ausbildungsstätten. Oh Gott, guckt euch das doch mal an, ey. Ich drehe so durch. Was ist denn hier alles noch aufgebaut? Das ist wahrscheinlich auch eine gute Strategie. Nur ich benutze sowas ja nicht. Ich baue nur alles einmal und deswegen könnt ihr auch so schnell Streitkräfte auf Armeen aufbauen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Aber bringt das jetzt noch was, wenn ich das jetzt mache? Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, nächster Angriff, Leute. Nur leider muss ich, glaube ich, den Ton stumm schalten, weil ihr hört es ja selber. Ich muss es gerade eben bei mir die ganze Zeit schon. Weil dieses Geräusch, ne, von diesem plätschernden Wasser, wenn die Leute da durchgehen. Oh, ist das ätzend. Aber natürlich will ich nicht, auch gleich nicht die Zwischensequenz stumm schalten. Für die Ehre. Deswegen werde ich mich jetzt mal beeilen. Vorwärts. In mir findet ihr euren Meister. Das war's natürlich noch nicht. Attacke. Och, ist das ätzend, ey. Ich weiß auch nicht, wie ich das wegkriegen kann. Ach, ich weiß wie.